Wie läuft eigentlich so ein Projekt ab? Ich meine, ganz ehrlich, für Sie ist es eine mega Belastung. Es kommen ein Haufen neue Sachen auf Sie zu, mit denen Sie sich vorher nie beschäftigt haben. Teilweise auch mit Ihren Prozessen, um ehrlich zu sein. Da kommen schon ein paar Überraschungen hoch. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen, ist eigentlich, und jetzt nehmen Sie es mir nicht persönlich, wollen wir gar nicht wissen, wie Sie heute arbeiten. Jetzt werden Sie fragen, warum? Sie müssen doch verstehen, was wir tun. Sage ich, ja, das schon. Geschäftsmodell müssen wir verstehen. Wir müssen auch verstehen, wie sind Ihre Kunden, Ihre Lieferanten, wie sind die Prozesse von außen nach innen gesteuert. Aber die einzelnen Prozessschritte, die Sie heute vollführen aufgrund Ihrer vielleicht noch nicht mal integrierten Softwarelandschaft, auf der Sie unterwegs sind, die dürfen uns nicht interessieren, weil wir bauen gemeinsam was Neues auf. Wir müssen wissen, nach jedem Prozessschritt, was muss das Ergebnis sein, auf dem der nächste Prozessschritt aufbaut. Weil es ist ohnehin eine Veränderung. Die neue Software wird nie so arbeiten wie Sie heute. Es ist ein Transformationsprozess, durch den müssen wir gemeinsam durch. Und da beginnt auch schon ein Stück weit der Nutzen, der spätere Nutzen, der sich jetzt schon einstellt, weil Sie sich jetzt schon mit Ihren Prozessen beschäftigen müssen und haben die Chance, auch Prozesszöpfe abzuschneiden, die historisch entstanden sind, die aber vielleicht auch durch eine Integration von Systemkomponenten und von Prozessen gar nicht mehr notwendig sind. Riesenchance, Riesenveränderung. Vielleicht auch nur eine ganz kleine am Anfang, die sich aber groß ausprägt. Da müssen wir gemeinsam durch. Das ist unser täglicher Job, auch das in unsere Kunden reinzubringen und zu unterstützen, dass diese integrierte Denkweise entsteht und daraus auch die Arbeitsweise abgeleitet werden kann. Und das ist eigentlich so das, was bei uns oben drüber steht. Also von hinten nach vorne denken, was sind die Ergebnisse, was muss ich vorne tun, um dahin zu kommen. Und das ist unser Projektansatz. Oh,